Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video und bevor ich anfange, bitte achtet nicht drauf, wie ich aussehe. Ich sehe total schlimm aus. Ich habe einen halben Sonnenbrand und dann habe ich eine allergische Reaktion auf irgendwas bekommen und ich sehe total kacke aus. Und zwar habe ich euch ja die Black Cat Maske vorgestellt, das verlinke ich hier oben, die richtig, richtig gut ist. Ich habe ein Rezept gefunden, beziehungsweise eine Anleitung, wie du so eine Maske selber machen kannst. Und ich dachte mir so, okay, ich probiere es mal aus. Ich wollte mit euch testen, ob das ein Top-DIY ist oder ein Flop. Ich zeige euch jetzt, was wir dafür brauchen. Und zwar brauchen wir nur zwei Zutaten. Das eine ist Kleber. Achtet bitte darauf, dass der Lösungsmittel frei ist. Das ist echt wichtig. Das ist jetzt ein Kinderkleber, das ist der von Brit. Also ihr könnt den nehmen, wenn ihr sonst keinen anderen findet. Und das andere ist eine Kohletablette. Und es gibt die in Kapseln, also es gibt ja diese durchsichtigen Kapseln, die man halt so aufziehen kann und dann kommt die Kohle raus. Das ist in Pulverform. Oder es gibt, wie in meinem Falle, die in fester Form und die habe ich dann klein gemacht. Also ich habe einfach die Rückseite eines Messers genommen und habe einfach ein paar Mal rumgerührt und klein gemacht und dann ist es so ein Pulver draus geworden. Was wir machen, ist einfach den Kleber hier reingeben und vermischen. Mehr muss ich ja nicht machen. Da gebe ich jetzt einfach ein bisschen was drauf. Und ich habe Angst, dass ich vielleicht eine allergische Reaktion bekomme. Deswegen mache ich das nur auf der Nase. Also was Hautpflege betrifft, da verlinke ich euch hier nochmal ein Video. Ich benutze ja nur Öl, also nichts anderes. Also von dem Öl kann das eigentlich nicht kommen. Ihr müsst da eine gute Konsistenz finden. Also es gibt da nicht so eine Richtlinie. Ne? Also ihr müsst so und so viel nehmen. Also ich habe halt eine Kapsel genommen. Das sieht dann so aus. Das sieht wirklich aus wie die Blackhead-Maske. Und dann trage ich es auf. So. Oh, wow. Also es sieht wirklich aus wie die Blackhead-Maske. Das Rezept habe ich, halt bei Pinterest gefunden. Ich starte jetzt mal die Stoppuhr, damit ich auch sehen kann, wie lange es braucht zum Trocknen. Und ich melde mich gleich wieder zurück, wenn es eingetrocknet ist und wenn wir das dann abziehen. Bis gleich! 38 Minuten später, ich habe das ein bisschen länger drauf gelassen, ich habe bei 15 Minuten schon gemerkt, okay, das ist schon richtig trocken und ich nehme das jetzt einfach mal ab und ich merke schon, also so wie die Blackhead-Maske geht die, die geht total leicht ab, weil die Blackhead-Maske, die klebt richtig, das ist richtig schlimm, also das hier, es geht. Ach. Okay, also auf jeden Fall sehe ich, dass da was rausgekommen ist. Da einige Sachen. Könnt ihr das sehen? Man sieht es leider nicht so. Also es sind einige Sachen raus. Ich merke auch so, diese ganz, ganz feinen Härchen sind auch raus. Also die man eigentlich gar nicht sieht. Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also es hat halt einige Sachen rausgenommen, aber nicht alles, glaube ich. Ich muss auch dazu sagen, meine Nase fühlt sich jetzt total glatt an. Also mein Fazit. Ich würde es, glaube ich, noch einmal probieren. Aber ich glaube, das ist nicht so wie die Blackhead-Maske. Weil das ging wirklich leicht abzuziehen. Und die Blackhead-Maske, das ist so ein Aufwand, das abzuziehen. Und ich habe einfach ein besseres Gefühl bei der Blackhead-Maske. Ich bin mir nicht sicher, wie ich es finden soll. Also einerseits finde ich die gut, weil die was rausgenommen hat. Andererseits nicht so, weil sie nicht alles rausgenommen hat, beziehungsweise nicht so viel. Ich weiß nicht, ob ich noch viele Mitesser habe. Ich würde sagen, es ist ein Top und ein Flop, also beides. Ich würde einfach euch mal raten, dass ihr das mal ausprobiert. Vielleicht mögt ihr es, vielleicht mögt ihr es nicht. Und mich würde echt mal interessieren, was ihr dann dazu sagt. Also da würde ich mich echt freuen, wenn ihr mir dann Feedback geben würdet. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Hiermit verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss!